Hallo, willkommen bei Klaus Grillt, feines Grillen Barbecue. Heute bis was Cooles. Wir machen ein Schnittchenbraten, eine norddeutsche Nummer. Wie man die macht, wie die schmeckt und wie die nachher aussieht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Das Wichtigste ist, dass man zum Schnittchenbraten Gewürz hat. Da habe ich jetzt hier das Weihnachtsgewürz von Big J Seasoning. Das ist ein Schnittchenbraten-Gewürz, ist ein Weihnachtsmann drauf. Falls ihr das nicht habt, dann könnt ihr euch das kaufen oder wahrscheinlich gibt es, wenn es jetzt schon im Weihnachten vorbei ist, gibt es ein Schnittchenbraten-Gewürz bei Big J Seasoning, wahrscheinlich mit meinem Logo da vorne drauf oder auch nicht, völlig egal. Oder wenn ihr euch jetzt zusammenmischen wollt, dann verrate ich euch hier natürlich, dann findet ihr da auf meiner Website www.klaus-grill.de selbstverständlich als Rezept selber zum Nachmischen. Okay, so viel dazu. Dann haben wir hier 5 Zwiebeln, die haben wir in so gleichmäßig ungleichmäßige Teile zurechtgeschnitten. Hier haben wir 1,8 Kilogramm Schweinenacken, ein bisschen Rapsöl, der Natschofen, der steht schon auf dem Kohlen und wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und ein Brett. Hier haben wir Schweinenacken und ich werde immer gefragt, für wen macht ihr das eigentlich alles? Und da ist der Timo, der ist ja gerade als Handwerker da. Was machst du gerade? Na, für deine Chefin eine Pelletheizung einbauen. Eine Pelletheizung einbauen und da bei so einer Gelegenheit kommt das große Essen weg und wir schneiden das jetzt klein. Siehst du, wisst ihr auch mal Bescheid. So, und dann schneiden wir unseren Schweinenacken ins Schnittchenbraten, die rechte Stücke. Ich hoffe übrigens, ich spreche das richtig aus. Und zwar schneidet man das etwas größer als Gulasch und zwar in so eine schöne Stückchen hier. Also für einen Mutzbraten wäre das schon zu klein, für einen Gulasch zu groß. Dann ist es für einen Schnittchenbraten genau richtig, also wie eine ordentliche Kinderfaust von der Größe her. Und Fleisch aus dem Kühlschrank, so in der kalten Jahreszeit, draußen zuschneiden. Ich will ja nicht jammern. Aber er hat schon ein paar Herausforderungen an Fingern. Kalt wie Sau. Geht mal die Marmorierung von dem Fleisch an. Ja, nicht übel, wa? So, der Dutch-Ofen ist mit ein bisschen Fett vorgeheizt. Und da braten wir jetzt die Nackenstücken so Stück für Stück ringsrum mal braun an. Du hast jetzt Briketts drunter, ja? Oder? Gut, dass du ganz spontan fragst, da sind natürlich meine auf heißen Kohlen Grillbriketts drunter und kommen auch oben drauf. Also ungefähr so, ich nehme mal diese Kohlenzählerei, da bin ich ja kein großer Freund von. Unten ungefähr die Hälfte, oben ungefähr 2/3 an Kohle ruf, also an durchgeglühter Kohle beim Dutch-Ofen, also unten drunter die Hälfte, oben auf dem Deckel 2/3 von der Fläche, dass man einfach so nach Augenmaß und dann hast du mal schön Schub drin. So schön sollten die angebraten werden, dann ist perfekt, dann ist ein bisschen Farbe drin. Da liegt die Variante, dass man sie vorher mariniert oder nachher. Da ich jetzt relativ viel Hitze in dem Topf drin habe, finde ich es besser, jetzt nachher das nicht zu marinieren, sondern nachher das Gewürz dazu zu geben, weil das ist ja jetzt eh noch mal knapp 3 Stunden im Topf drin und zieht alles ein. Also ob ich das jetzt einen Tag vorher mariniere oder nicht, spielt ja keine Rolle. Weil so viel Hitze und so viel Dampf wieder drin ist, passiert das meiste tatsächlich erst beim Kochen. Das Fleisch ist raus aus dem Dutch-Ofen. Hier unten siehst du, ist der Satz schön drin. Das muss und darf so sein. Und da kommen jetzt die Zwiebeln dazu. Und die werden jetzt auch nochmal 10 Minuten, 5 Stunden richtig schön angeschwitzt. Und wenn die Zwiebeln genau so aussehen hier, die sind jetzt ein bisschen glasig sind und unten ist ein bisschen Satz gebildet hat von den Zwiebeln, von dem Fleisch, dann ist es Zeit, das Fleisch wieder zurück zu den Zwiebeln zu tun. Dann großzügig das Schnittchen oder das Weihnachtsgewürz rüber zu machen. Oh, das riecht hervorragend. Das riecht richtig weihnachtlich. So, dann immer umrühren. Dass er sich schön verteilt. Genau so. Und dann gießen wir nochmal hier ein bisschen Wasser an. Ungefähr so. Jetzt mache ich so, dass ich immer ganz kurz die Flüssigkeit kurz koste, ob die zu nüchtern ist oder ob das okay ist. Sehr gut, also muss immer so ein bisschen salzig schmecken, also ein bisschen salzig. Nicht wie die Nordsee, sondern naja, eher so wie, na halt ein bisschen salzig. So, dann kommt im Prinzip jetzt nur noch der Deckel von dem Dutch-Ofen hier drauf. Und auf den Deckel packen wir jetzt noch 2 Hände voll Kohlen oben drauf oder ganz unwissenschaftlich draufkippen hier. Dass wir die Fläche oben, also gut zu 2/3 belegt haben mit glühenden Kohlen. Ja, und jetzt heißt es bloß noch 3 Stunden warten.
Und in der Zwischenzeit mal kurz nachgucken, ob hier noch Flüssigkeit drin ist, aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Gegebenenfalls neues Wasser dazu kippen, oder? Genau. Also wenn du merkst, es wird zu trocken, dann kippst du einen kleinen Schluck Wasser auf. Guck mal, 2 Stunden sieht die Sache so hier aus. Dreht sich schon so ein bisschen auseinander. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Und das heißt, wir sind ein bisschen schneller als wir wollten. Wir nehmen jetzt das Fleisch raus und dicken jetzt die Soße an. Und schön die Stücke nimmt man jetzt raus, erstmal zur Seite legen. Ich nehme da jetzt so eine Schraubenkelle zu. Ich wette, ihr seht ja nicht, oder? Ja, wenig. Wenig. Aber hier ist es kalt und das Essen ist halt heiß. So, und jetzt habe ich hier so ein bisschen Speisestärke mit Wasser aufgerührt. Und gebe mal so 2-3 Schluck dazu und gucken, wie weit wir da von der Bindung her kommen. Erstmal nur die Hälfte. Und kochen das eh mal auf, dass wir so schöne Bindungen kriegen in die Soße hier. So, und dann so ein bisschen durchrühren hier, wenn der drin ist. Herrlich. Die Soße ist jetzt sämig genug und dann kommt unser Fleisch wieder drin. Dann rühre ich noch eh mal um. Zack, und schon ist unser Schnittgebraten fertig. Und den werden wir jetzt kosten. Jetzt nehmen wir so ein schönes Stück Fleisch hier. Ein bisschen Soße dazu, ganz wichtig. Träumchen. So, ich fange jetzt als allererstes mal an mit der Soße. Guck mal hier, die ist schön. Die hat so einen schönen Stand, die gefällt mir gut. Also auf euch, Rimi ohne Birne. Ich kenne eine Oberlippe. Hat was ganz eigenes Weihnachtliches. Also, gehst du, warum der Typ da vorne drauf eine Mütze hatte. Und es ist mir auch klarlich, warum man das auf die Art und Weise in Norddeutschland so macht. Und jetzt können wir hier das Fleisch. Das kann man natürlich jetzt im Idealfall so hier nur mit einem Löffel zerlegen. Kann man. Auch das ist uns gelungen. Also da brauchst du jetzt nicht unbedingt ein Messer und Gabel mit dazu nehmen. Hier schön faserig. Was soll ich sagen? Ein paar schöne Kartoffeln damit auf dem Kälteteller. Sehr gut, leckere Nummer. Und wenn ihr diesen Weihnachten, wir haben ja ein paar Weihnachtsfeiertage, was anderes vorhabt als nur Gans oder Ente, dann ist Schnittgebraten tatsächlich eine Variante, die man mal machen kann. Draußen ganz urtümlich im Dutchofen. Ohne großen Zauber, relativ easy zu machen, habt ihr gesehen, braucht nicht lange Zeit. Und super lecker. Und eine völlig andere Nummer aus Schweinefleisch. Ist tatsächlich irgendwo so eine geschmacklich so eine Nummer zwischen einem weihnachtlichen Schweinebraten und Gulasch, würde ich das mal eintippen. So mal einordnen und einfach machen. Schön. Wenn ihr Spaß habt in diesem Video, Daumen nach oben, wohlwollende Kommentare oder ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grill Barbecue. Macht's gut. Geil. Schön. Guck mal hier. Lecker.